Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit recht herzlich hier bei mir. Ja, also schön, dass Sie ja wieder mal reingeschaltet habt. Jetzt lasst mich mal nochmal schnell gucken hier. Wir haben uns in den letzten Videos mit Sexualtherapie, mit sexueller Perversion beschäftigt. Wir gehen mal ein Stückchen weit weg von diesem Thema. Vielleicht wird uns das später nochmal begegnen. Jetzt aber nicht. Wir gehen heute mal so ein Stückchen in den Bereich der Sexualberatung, beziehungsweise möchte ich Ihnen heute als erstes den Unterschied vorstellen. Wo ist der Unterschied zwischen Sexualberatung und Sexualtherapie? Ich komme mal zur Sexualberatung. Worum geht's da? Im Prinzip, ja, wie es das Wort auch schon sagt, es geht um die beratende Tätigkeit im Bereich von sexuellen Störungen, ja. Also es werden Probleme im sexuellen Bereich angesprochen. Hier ist es so, die Klienten haben wenig bis oder auch keine Einschränkungen im Alltag. Konflikte, die sind zwar vorhanden, aber es sind eher, sage ich jetzt mal, Konflikte im Anfangsstadium sind noch nicht so gravierend. Es gibt schon Probleme in der partnerschaftlichen Beziehung, aber nicht so, wie es in der letzten Eskalationsstufe ist, ja gemeinsam in den Untergang. Also so weit ist es noch nicht. Davon sind wir in der Sexualberatung weit, weit entfernt. Auch von der Dauer her unterscheidet sich Sexualberatung von der Therapie dahingehend, dass sie viel kürzer ist. Sexualtherapie ist immer länger angelegt. Eine medizinische Behandlung ist auch nicht notwendig, aber es besteht schon ein Leidensdruck. Ja, also aus Spaß sucht keiner eine Sexualberatungsstelle auf. Die Motivation ist auch hier ganz anders als bei der Sexualtherapie. Bei der Sexualtherapie hat man oft auch diesen Druck von außen, wenn zum Beispiel der Partner sagt oder die Partnerin sagt, jetzt gehst du endlich mal hin, lässt dich mal beraten, ja. Da kennen wir ja natürlich auch die offenen Aufträge und dann die verdeckten Aufträge, ja. Offener Auftrag ist, was weiß ich, behandeln Sie die Impotenz meines Mannes, ja, und der verdeckte Auftrag ist, schauen Sie mal, ob unsere Beziehung noch zu retten ist als Beispiel. Ja, und wir müssen natürlich auch bereits in der Auftragsgestaltung, in der Analyse des Auftrags natürlich herausfinden, was ist jetzt der offene Auftrag, was ist der verdeckte Auftrag. Sollten wir es kommunizieren am Anfang, sollten wir uns noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, das sind so Dinge. Wie sieht es jetzt aus bei der Sexualtherapie? Natürlich auch hier werden sexuelle Probleme angesprochen. Allerdings kommt es hier schon meistens zu Einschränkungen im Alltag. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Sexualstörungen im Bereich des Zwanges. Ja, wenn Alltagshandlungen unterbrochen werden müssen, also sie können erst gar nicht ausgeführt werden, weil gewisse zwanghafte sexuelle Handlungen denen im Weg stehen. Nehmen wir mal zum Beispiel die exzessive Masturbation. Da gibt es Leute auch, vor allem, sag ich mal, auch Jugendliche, da kann das gehäuft vorkommen, dass die mehrmals am Tag da ihrer Lust nachgehen. Ja, aber allerspätestens, wenn ich frühs nicht mehr aus dem Bett rauskomme, weil ich mir noch 5 Orgasmen holen muss, ja, und ich den Zug verpasse, ich das Arbeitsverhältnis riskiere, ja, dann können wir schon von Konflikten sprechen. Ja, also der Druck von alt, wo bin ich denn jetzt? Ja, hier kommt es schon zu Einschränkungen im Alltag. Ja. Oder wenn ich, zum Beispiel bin ich auf Arbeit, ja, und ich muss meine Arbeit unterbrechen, um jetzt zum Beispiel mich selbst zu befriedigen, ja, oder um Pornos zu schauen. Nehmen wir mal Pornosucht zum Beispiel, ja. Hier sind dann Einschränkungen im Alltag vorhanden, die dann eine Sexualtherapie dann unumgänglich machen. Auch sind Konflikte in Beziehung schon viel, viel mehr herangereift. Also wir befinden uns da nicht mehr in der ersten Stufe oder in der zweiten Stufe. Ja, es geht schon hier richtig zur Sache. Anklage, Gegenklage, die Anklagelawine ist schon längst ins Rollen gekommen. Einer ist schon längst in der Defensive, der andere ist der Täter, der andere ist das Opfer. Ja, also diese Konstellationen sind dann schon oft vorhanden. Ja, Konflikte sind bereits in der Beziehung vorhanden. Auch die Therapie ist natürlich hier auf einen längeren Zeitraum angelegt, also mit 1, 2
Sitzung ist dann natürlich die Sexualstörung nicht aus der Welt geschafft. Ja, eine Behandlung ist notwendig. Ja, ich sag's noch mal, wenn Druck von außen kommt, hier zum Beispiel der Partner oder wenn wir zum Beispiel Bereich der Paraphilien, ja, jemand ist zum Beispiel Pädophil, ja, da bekommt dann die Auflage vom Gericht, sich einer Sexualtherapie zu unterziehen. Hier ist es so, hier ist natürlich ein ganz anderes Motivationsverhältnis. Also er kommt nicht mit einer intrinsischen Motivation, ich will mich verändern, sondern das Gericht sagt, ja, pass mal auf, du musst jetzt hier was machen. Ja, also ganz andere Motivation. Ja, also Motivation ist hier sehr vielschichtig. Dennoch, egal ob es sich um Sexualberatung oder um Sexualtherapie handelt, hier müssen wir mit dem Klienten, mit dem Patienten eine gemeinsame Sprache finden. Ja, und die Therapie fängt bei der Wahrnehmung und in der Anwendung der Sprache an. Ja, wir haben hier ein Glas Wasser. Ja, ich sag mal, es gibt so zwei Hauptbereiche der Sprache. Wir haben einmal die öffentliche Sprache und die private Sprache. In der öffentlichen Sprache ist es so, hier bemühen sich die Leute um eine korrekte Ausdrucksweise, zum Beispiel in Nachrichten, da wird halt eben Pädophilie gesagt, anstatt Kinderschänder zum Beispiel, ja. Und in der Privatsprache ist es was ganz anderes, hier ist die Sprache eher beschreibend, aber auch oft sehr etikettierend, jetzt ist es nicht mehr der Pädophile oder der Kinderschänder, hier ist es dann oft der Kinderficker, ja, das klingt etwas obszön, aber es ist im Prinzip genau das, was passiert, ja, und es ist auch sehr etikettierend, ja, also es zielt auf ein ganz anderes Realitätsgewicht ab als die öffentliche Sprache. Die bemüht sich um eine korrekte, saubere Ausdrucksweise. In der Sexualtherapie, in der Sexualberatung gibt es jetzt oft Reibungspunkte zwischen der öffentlichen und der privaten Sprache. Und diese Reibungspunkte oder aus diesen Reibungspunkten heraus sind hier verschiedene, ich sag mal, sexuelle Sprachebenen entstanden. Das sind 6 Stück. Ich komme mal zur ersten. Da gibt es die sogenannte medizinische Fachsprache. Besteht natürlich ganz klar aus lateinischen Wörtern aus dem Bereich der Medizin, logisch. Die zielen hier auf Genauigkeit und vor allem auf Objektivität ab. Die Sprache ist hier sehr abstrakt. Sie ist nicht emotional eingetrübt. Zum Beispiel fallen da Wörter wie Penis, Vagina, Klitoris oder die Lubrikation. Dann gibt es als nächstes die sogenannte Behörden- oder die Bürokratensprache. Die wird auch im Bereich der öffentlichen Kommunikation angewendet. Die zielt auch hier auf Sachlichkeit, aber vor allem auf Neutralität. Die ist leicht verständlich und wird auch allgemein akzeptiert. Beispiele hierfür sind Glied, Scheide, Samenerguss und Geschlechtsverkehr. Dann haben wir noch die Alltagssprache. Also die Alltagssprache wird in der täglichen zwischenmenschlichen Kommunikation angewendet und in dieser Sprachkategorie wird die Benennung von Geschlechtsorganen bewusst vermieden. Ja, also im Sinne, würde ich sagen, eines kaplanischen Bypasses, aber so eine gewisse, man umgeht gewisse Begriffe der Sexualität, ja. Und hier ist die Sprache auf die Randgebiete der Sexualität begrenzt, welche nicht tabuisiert sind. Also es gibt keine direkten Begriffe für, sagen wir mal, Geschlechtsverkehr, aber man sagt sowas wie Popo, Regel, Pille. Ja, also ganz allgemeine Sprache. Dann haben wir jetzt kurz die Kindersprache. Das ist eine Sprache, die haben Erwachsene für ihre Kinder erfunden. Die verschleiert hier Sachinformationen. Hier finden sich auch nur Ausdrücke für die sichtbaren Geschlechtsorgane, also sowas wie Eierstöcke gibt's in der Kindersprache nicht, oder Gebärmutter, ja, oder Samenblase, ja, sowas existiert da gar nicht. Sie ist die Kindersprache ist verniedlichend und sie dient, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe schauen, natürlich auch hier der Angstvermeidung. Beispiele hierfür sind Pfiffi, Zipfel, Pipi und Schwänzchen. Dann haben wir noch die blumige Sprache. Hier ist das Vokabular auch sehr deutlich eingeschränkt. Die Sprache hat eine verhüllende Funktion. Sie ist eher indirekt und umschreibend.
Sie ist emotional völlig überlastet und vermittelt hier keine sachlichen Informationen, zum Beispiel Liebesakt, Schlüsselchen, Pforte des Glücks, körperliche Vereinigung oder Verschmelzung. Ja, und dann haben wir natürlich sechstens, wie kann es auch anders sein, unsere vulgäre Sprache. Die kennt jeder, ob groß oder klein, die hat einen hohen Bekanntheitsgrad, sie ist emotional abwertend, oft auch frauenfeindlich und die zielt auf Direktheit, auf Peinlichkeit und auf Lächerlichkeit. Wird eher von Jugendlichen und Personen mit niedrigem sozialen Status oder Prostituierten angewendet. Beispiele hiervon sind Riemen, Möse, Fotze, Vögeln, Bürsten, Orgeln, das war mir selbst neu. Ja, wichtig ist in der Sexualtherapie, Sexualberatung, wir achten ganz, ganz besonders auf die Sprache, denn die richtige Einordnung ebnet uns hier den Weg zur gelungenen Kommunikation. Also, manchmal ist es so, manchmal divergiert jetzt die eigene Sprache des Beraters mit der des Patienten. Also es geht sehr weit auseinander. Hier wird das sogenannte funktionale Code-Switching angewendet. Sie müssen sich das in etwa so vorstellen, jeder hat seine eigene Sprachebene, jeder hat gewisse Vorzüge für bestimmte Wörter, manche drücken sich gerne abstrakt aus, manche drücken sich gerne emotional aus, manche eher sachlich, wie auch immer. Jeder hat so seine Ebene. Jetzt kommt der Patient oder der Klient, der ist vom Beruf, ich weiß nicht, irgendwas, sagen wir, Gebäudereinigungsfachkraft, viele Jahre Berufserfahrung gesammelt im Bereich der Gebäudereinigung, ja, mit den Kollegen natürlich auch, die ihren eigenen Sprachstil haben, und unsere Gebäudereinigungsfachkraft, die hat jetzt, sagen wir, teilweise eher den Blümchenstil und die vulgäre Sprache, ja, und ich als Therapeut oder Berater kann natürlich nicht mit meiner medizinischen Fachsprache kommen, ja, das sorgt natürlich gleich für divergiert das Gefälle noch, es geht noch mehr auseinander, ja, also muss ich hier meine Sprachmatrix ein bisschen verändern, ja, ich lasse seine Sprachmatrix, also er soll bewusst die Wörter verwenden, die er gerne nehmen möchte, oder die Frau kann ja eine Frau sein, ja, die genauso die vulgäre Sprache drauf hat, wie die Männer zum Beispiel, aber ich wende das funktionale Code-Switching an und ich gehe auf die Ebene nicht runter, ja, ich gehe nicht herab auf die Ebene, sondern ich gleiche mich der Ebene der Blümchen oder der Vulgärsprache zum Beispiel an, ja. Unsere Matrixsprache, die ist immer abhängig, also jeder hat seine eigene Sprachebene, die Matrixsprache, ja, und die ist abhängig von der Erziehung, von der Sozialisation, vom Bildungsgrad und natürlich auch von den ganzen evolutiven Faktoren. Ja, wie bin ich um meine eigene Sprache bemüht oder ist mir meine Sprache völlig egal? Ja, und wir lösen uns also von unserer eigenen Matrix-Ebene, von unserer Matrix-Sprache und gleichen sie der Ebene des Klienten an. Ich übersetze mal, wir holen den Patienten dort ab, wo er steht. Wir achten auf die Sprache, denn die liefert uns einen Einblick in die Welt des Klienten, hatten wir auch schon mal gehabt, ja, Sprache als Abbild der Realität, in welcher Welt befindet sich eine Person, das können wir herausfinden, indem wir auf die Sprache achten, Wittgenstein, ja, Tractatus Logicus Philosophicus, ja, mal da nachzulesen. Ja, also wir schauen genau auf die Sprache, verwendet unser Patient, der Klient, jetzt zum Beispiel eine Vulgärsprache, kann es vielleicht eventuell sein, dass er Bereiche der Sexualität abwertet. Aber auch hier bitte vorsichtig sein, auch hier, wir bewegen uns immer im Bereich der Hypothesenbildung. Nur weil jemand zweimal Fotze hintereinander sagt, ist es noch lange kein Frauenhasser. Vielleicht ist ihm in dem Moment oder der Frau kein anderer Begriff eingefallen. Es kommt immer auf das Gesamtbild drauf an. Oder verwendet unser Klient, unser Patient die Blümchensprache. Ja, was ist da? Was könnte da dahinter stecken? Spricht vielleicht das innere Kind im Patienten? Habe ich es gar nicht, ich übersetze es mal, mit einem Erwachsenen zu tun, sondern ist es eher das Kind im Mann oder das Kind in der Frau, was hier um Hilfe sucht? Ja, oder geht es oder wendet der Patient Fachsprache an? Ja,
Möchte er vielleicht irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle ausgleichen, ja, um sich gleich irgendwie auf der Ebene der Fachlichkeit dem Therapeuten zu nähern, um ihn besser manipulieren zu können, um Eindruck zu schinden, ja, oder verwendet er die Bürokratensprache, also distanziert er sich dann dadurch vielleicht emotional von dem Thema Sexualität? Auch hier, wie gesagt, wir achten auf die Sprachebenen, aber wir interpretieren jetzt nicht gleich in jedes Wort irgendeine Einstellung. Das Gesamtbild ist immer entscheidend. Ja? Wichtig ist, dass die Sprache des Beraters, des Therapeuten, sollte zu Beginn angeglichen werden, habe ich schon mal erklärt. Ja? Also die Matrix konfigurieren, ja, und wir schauen, wie wir uns dem Patienten nähern. Das geht nur, indem wir das direkt ansprechen, ja. Also Herr, Frau Müller, Meier, Schulze, wie wollen wir das Ding dort unten jetzt nennen? Vagina, Schlüsselchen, Pimmel, wie auch immer, ja. Und dann, wenn uns der Patient das Feedback gibt, ja, dann können wir uns dann langsam der Sache nähern. Ja, wir bewerten es aber nicht. Wir bewerten nicht die Sprache des Patienten. Jeder hat seine eigene Sprache. Vielleicht macht der sich ja auch über meine Sprache lustig. Ja, das kann ja auch sein. Also, wir holen den Patienten dort ab, wo er steht. Funktionales Code-Switching. Es geht auch hier um ein Arbeitsbündnis in der gemeinsamen Sprache. Ja, wenn wir eine gemeinsame Sprache sprechen, da können wir das Arbeitsbündnis viel schneller und viel tiefer vonstatten gehen lassen und die Therapie kann viel besser, hat einen viel besseren Anfang. Ja, auch wer gerne tiefenpsychologisch arbeitet, ja, die gemeinsame Sprache fördert natürlich auch hier Übertragungsphänomene, Gegenübertragung. Wir nehmen den Patienten mit. Und dann geschieht Folgendes, ein kleiner therapeutischer Kunstgriff. Wir verändern dann die Sprache im Verlauf der Therapieeinheiten. Ja, also nehmen wir zum Beispiel Bereich der Psychoedukation. Wir erklären dann irgendetwas von Dysphorie, von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder so etwas. Ja, und jetzt lassen wir langsam mal so sachliche Begriffe einfließen. Wir können natürlich das Ding weiter Schlüsselchen nennen, aber ich sag mal einfach Penis dazu, ja, und wir bringen jetzt dem Patienten ein Stückchen Realität und soziale Kompetenz nahe, ja, und wenn er die annimmt, dann steigert das auch seine soziale Kompetenz und das ist der Beginn oder ein gutes Stück Therapie. Ja, also wir bringen auf der sprachlichen Ebene, habe ich gerade gesagt, etwas mehr Realität und soziale Kompetenz dem Patienten entgegen. Och, das war's schon. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt, also abgesehen von den Unterschieden Sexualberatung, Sexualtherapie, haben wir immer die Sprache. Ja, egal ob wir Sexualtherapie oder Sexualberatung machen, wir müssen mit dem Patienten auf einen Nenner kommen. Ja, es gibt verschiedene Sprachen, öffentliche und private Sprache, die bilden Reibungspunkte in der Sexualtherapie, in der Sexualberatung und daraus kristallisieren sich 6 verschiedene Sprachen. Die Blümchensprache, die vulgäre Sprache, die Medizinsprache, also diese verschiedenen Sprachen. Mir wichtig ist halt eben, dass wir unseren Sprachstil dem Patienten angleichen, ja, aber bitte nicht in dem Sinne, wir sind die Besseren, wir gleichen uns dem schlechten Sprachstil an, nein, die Therapie ist immer gleichwertig, wir passen unsere Sprachebene auf gleicher Höhe seiner Sprachebene an, ja, und wenn er die vulgäre Sprache bevorzugt, ja, dann mache ich das halt eben auch, dann heißt das Ding halt eben Fotze und Pimmel auf Deutsch gesagt, ja, wenn er das möchte. Manchmal sorgt das ja auch ein bisschen vor Humor, ja, und Humor kann ja auch Angstgefühle zum Beispiel neutralisieren. Oder wenn jemand zum Beispiel die Blümchensprache verwendet, ja, also jemand sein inneres Kind vorstellt, halt eben Schlüsselchen und Liebesspalte zum Beispiel sagt, auch hier gleiche ich mich an, ja, hole aber dann die Realität Stück für Stück in die Therapie rein und biete ihm andere fachliche Begriffe an, ja, also andere, eher sachliche Begriffe, ja, Scheide, Penis, ja, Brust, wie auch immer, ja, und da geschieht auch schon ein Stück weit Sexualtherapie, ja, auch in der Beratung, ist ähnlich wie bei der Traumatherapie, ja, es ist ja auch so, die
die untergliedert sich ja auch in drei Phasen. Wir haben ja einmal die Phase der Stabilisierung, ja, dann die Phase der, sag mal, Konfrontation, der Aufdeckung und dann die Integrationsphase. Und auch in der Traumafachberatung machen wir eigentlich die erste Phase der Traumatherapie, ja, und auch in der Beratung, in der emotionalen Stabilisierung, in all dem, was wir dann anwenden, Dissoziationstechniken, ja, Stabilisierungstechniken, wie auch immer, ja, auch hier geschieht eine Auseinandersetzung mit dem Trauma und auch hier natürlich ein Stück Traumatherapie, auch wenn es nicht explizit gemacht wird. In der Sexualtherapie, in der Sexualberatung ist es genau das, ist es so ähnlich, sage ich jetzt mal, ja, auch hier setzt sich der Patient mit seiner Sexualität auseinander und auch dort entsteht oder geschieht ein Stück weit Sexualtherapie, da kommt sie gar nicht drum herum. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, ich muss mal gucken, wie das geworden ist, ich muss wahrscheinlich auch hier wieder das ein oder andere rausschneiden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei mir.